Hallo Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Skybounce. Ich bin wieder rausgekommen aus dem Nether-Portal und ihr seht, ich bin Max Level. Hier stehen ein paar Spawner rum. Aber ich hatte natürlich mal wieder Pech, was genau passiert ist. Ich habe heute meine Weeklies bekommen. Das heißt, ich habe die mal schön geöffnet und dann beschlossen, das ganze XP-Zeug, was ich hier zusammengespart hatte, schon mal zu verwenden, um mich auf Level 50 zu bringen, weil man da ja natürlich einen E-Kit bekommt. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Und ja, das habe ich dann auch geschafft. Ein Spawner-Spinner ist noch übrig. Das heißt, jetzt müsste ich mir's prestigen, aber zuerst mal spare ich genug Sachen zusammen, damit ich auf Level 50 wieder werden kann. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, okay, das ist nicht so wenig, wie ich dachte. Naja, und schon mal sorry, falls das Video ein bisschen durcheinander ist, denn ja, es ist ziemlich durcheinander, auch von der Aufnehmreihenfolge her. Zuerst habe ich aufgenommen, wie ich die Weeklies öffne, danach irgendwie mittendrin 10 Minuten nichts gemacht. Jetzt beginne ich, nachdem alles fertig ist, aufzunehmen mit der Begrüßung und so weiter. Also nicht stören lassen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Einmal die Ultra Weekly Crate. Luca, du beginnst. Weil ich brauche ganz viel Glück. Ich muss es mal testen, ob dieser Glückstempel hier funktioniert. Ihr seht, dass hier oben so ein Kleeblatt darstellen. Hier drumherum drei Hufeisen und in der Mitte einfach mal alles mögliche draufgehauen. Und hier ganz viele Good Lucks, weil das im Chat ja immer nicht so richtig funktioniert. Okay, er kann mich nicht hören. Normalerweise sollte ich mich hören, dann beginne ich jetzt. Es ist kein E-Kit drin, also kann ich eigentlich skippen. Drei Enchanting Crate. Okay, die nächste von mir. Legend Reward Crate. Geöffnet. Und da ist auch kein E-Kit drin. Da ist aber ein Immortal Booster, den will ich eigentlich haben. Natürlich kam das nicht dran. Wieder Crap. Also, ein Item XP Booster. Hier ist ein E-Kit drin. Bitte. Das muss da jetzt rauskommen, damit ich mal Glück habe. Natürlich bekomme ich das nicht einfach so. Okay, ich habe einen Immortal Booster rausbekommen. Das ist was Gutes. Denn damit komme ich gleich zum nächsten Teil dieser Folge. Und zwar, ich bin ja jetzt Level 42 und ich hatte eigentlich gesagt, dass ich die ganzen XP jetzt erstmal aufspare, bis ich genug habe, damit ich direkt von Level 1 zu Level 50 bin. Aber Luca hat mich dann dazu überredet, dass ich die doch lieber erstmal usen soll. Denn bei Level 50 bekommt man ja ein E-Kit, beziehungsweise ein E-Kit-Chart. Und den sollte ich dann erstmal versuchen zu öffnen. Das heißt, ich nehme hier erstmal ganz viele Sachen raus, die mir XP bringen, slash Alchemist, beziehungsweise ACL. Und dann, zack, 75 Player XP, wieder 75. Alles klar, Luca hat halt aus seiner Chest ein random Immortal-Chart gezogen. Cool. Das mit mir und den Kids, das funktioniert einfach nicht. Gut, damit habe ich 100% der Bonus-XP von Alchemie bekommen. 9 Stück sind da jetzt noch übrig. Ich bin jetzt Level 41, 18%. Hier habe ich halt immer so ein bisschen Zeug bekommen. Und ich würde sagen, ist gerade ein XP-Booster aktiv? Nein. Aber warte, die hier waren doch eh alle nicht affected bei den... Genau. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier die ganz schlechten raus. Und... Zack, zack, zack. Steigt halt kaum was auf. Das sind jetzt die festen, wo man genau weiß, wie viel rauskommt. Hier unten drinne sind dann die, wo ich nicht genau weiß, wie viel rauskommt. Das ist dann ein bisschen spannender. Und ich glaube, ich muss schon was usen von... Oh, schon Level 43. Okay, der letzte hat jetzt viel gebracht. Was kommt da raus? 5er Orseed Box. Ja... So, und jetzt komme ich zu denen hier unten. Ach Mann, jetzt muss ich erst warten, dass die Orseed-Box fertig ist. Ich habe einen Beacon rausbekommen? Oder? Okay. Es kam Emerald Spawner raus. Zum Glück habe ich davon nicht genug im Inventar. Dann würde ich sagen, geht es weiter zu den Challenge XP Bottles, wo man nicht genau weiß, wie viel rauskommt. Hier diese Challenge XP Bottle 1 bis 100. Es kommen raus 65. Gut. Ich mache jetzt die... ich habe 700... Play XP bekommen aus der einen, wo auch hätte 1 rauskommen können. Okay, ja, doch, die bringen schon deutlich mehr, als ich dachte.
Aber ich glaube, das reicht noch lange nicht zu Level 50. Level 44 ist aber schon mal da. Mining World Passes. Weiß ich nicht, vielleicht verkaufe ich die. Ich tue sie jetzt mal hier in die Kiste rein. Ich werde sie da drin total vergessen. 2000 Player XP. Okay, schön. 1000, 1000, 1300. Ja, das geht. Und jetzt hier. Das kann zwischen 1 und 5000 sein. Da muss was Gutes rauskommen. 4700. Player Level Up. Level 45. 10 Minuten Orb of Immunity. Das ist schön. Dann muss ich hier leider doch schon auf die Trophy Spinner zurückgreifen. Einmal XP Boost aktivieren und dann beginne ich einfach mal mit den dritten. Okay, das war nicht ganz so gut. Ich hätte skippen sollen. Obwohl Eisen, also eine Iron Chestplate mit Protection 3, die sollte schon mehr bringen als ein Stack Kohle. Also da ist ein Stack Kohle doch mehr wert. Also finde ich zumindest. Okay, 2600. Damit bin ich jetzt Level Up. Oh, ich habe einen Spawner Spinner bekommen. Cool, da kann ich gleich noch Opening draus machen. Den hebe ich mir für gleich auf. Dann der nächste Level 3er. Nein, keine Buried Treasure. Nur 1600, aber eine Buried Treasure. Wie gesagt, ich kann daraus gleich ein Opening machen. So, der letzte, dritte Platz, Trophy Spinner. Ja, schön, 2600 XP. Jetzt kommen wir zum zweiten Spinner. Davon haben wir nicht ganz so viele. Da muss auch deutlich mehr XP rauskommen. Und easy, 3000 XP, Level 47. Ein Soulstone. Nein, ich habe Flash Heals bekommen und die waren irgendwie sehr viel wert. Ich habe nur 1900 bekommen. So, jetzt die ersten Platzteile. Die müssen jetzt für drei Level ausreichen. Ich denke, das tun sie auf jeden Fall. Ui, 4500. Fast ein Level ab. Und 4400. Player Level 8, Level 48. Oh, ja, ich mache daraus halt wirklich jetzt gleich noch ein Opening hinten dran. Ich meine, Angst in Rune, Legendary League, Immortal Stone. Ich wusste gar nicht, was man da so schön viele Sachen bekommt. Der nächste. Nicht ganz so viel wie sonst. 1600, 1300, 1400, 1600, ja. Cool, 4200. Level up. Mir fehlt noch ein Level. Ich bin Level 49. Ich habe irgendwelche krassen Köpfe bekommen. So, mit diesem Kopf kann ich mich jetzt erstmal bei ihm revanchieren. Er hat mir halt gestern so Immortal Booster geschenkt. Und darum bekommt er jetzt hier erstmal seinen Kopf. Komm, 1800, 1600, 1700. Das ist gut. 3300. Was ganz, ganz viele XP bringt. Die zum Beispiel. Und. Ah, 89%. Player Level Up. Ich bin jetzt Level 50. Hab noch einen Trophy Spinner, Level 1 da. Und hier oben sieht man nun einen Necromancer Immortal Shard. Den muss ich doch einfach freischalten. Ich meine, ich bin der Nekromant, ich muss doch den Nekromanten Immortal Shard freischalten, oder? Da kann doch jetzt nichts anderes passieren. Ich habe jetzt hier vier. Ich habe vier Immortal Booster. Ich möchte die bitte alle da drauf packen. Okay. Ein Booster gebe ich an ihn ab. Die anderen müssen hier drauf. 1% Boost. Das ist ja gar nichts. So, der nächste. 2%. Was ist denn das? Er hat halt mit einem 7% Boost bekommen. Ich bekomme mit 2 2% Boost. So, und jetzt der letzte. 3, was? 3% Boost. Cool. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Einmal hier hinstellen, dass man die Good Luck sehen kann. Okay, aber warte, er muss zuerst machen. Schade. Ah, stimmt, er hat nochmal Immortal Booster bekommen. Schade, ach man. Okay. Schade. Er hat Bunny bekommen aus seinen Weeklies. Hat aber nicht unlocked. Kommt, dieses Immortal Booster. Das bringt schon wieder nur 1%. Ist das irgendwie, liegt das an mir oder? Ich meine, ich habe jetzt vier Immortal Booster verwendet und 4% Boost bekommen. Ich habe fünfmal hintereinander 1% Boost bekommen. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder geht das bei diesem Immortal Kit nicht anders? Naja, wie auch immer. Ich muss dieses Kit freischalten. Ich bin der Nekromant. Ich brauche das Nekromancer-Kit. Und darum jetzt Rechtsklick.
Oh, ganz viele Deadbushs. Noch mehr Deadbushs. 3 Unlocks. Ah, hier sind nochmal 3. Komm, bitte, bitte. Nein, es hat nicht funktioniert. Ach Mano, schon wieder nichts. Wieso kann ich denn einfach keine E-Kits freischalten? Warum geht das nicht? Na gut. Dann öffne ich jetzt hier gleich noch die Sachen für, die ich bekommen habe. Also einmal hier Buried Treasure. Jetzt habe ich eine Axt dabei, jetzt kann ich die Truhe abbauen. Und da kommt raus... Bitte in den Mortal Stone. Oder... Ja, in den Mortal Stone, schön. Jetzt kann man hier diese Truhe nehmen und abbauen. Und dann hat man eine Truhe. Krass bekommen. Ist das nicht super? Wer wünscht sich das nicht? Dann... Immortal Stone. Legendary Relict Ancient Truhe. Und da sind Bottle of Item XP und Kill Tracker. Und was kam aus der... Was kam aus dem Immortal Stone? Hä? Hm, keine Ahnung. Oh, ein Spawner Spinner. Das ist denn das Necromancer Kit, oder? Müsste ja. Was das ist, muss ich mir noch anschauen. Keine Ahnung. Dann Warzone Crate. 5 Immortal Booster. Damit ist das nächste E-Kit safe. Ja. 7 Immortal Booster sind gerade in meinem Inventar. Dann habe ich jetzt noch 2 Köpfe freigeschaltet hier. Zuschauer, falls es einer von euch ist, melden. Ich glaube, ich brauche den nicht. Oh, ich habe den einen jetzt doppelt. Cool. Und jetzt die Spawner Spinner. Da kann natürlich was Gutes rauskommen. Muss aber nicht. Also, sieht nicht so aus, gibt es hier Creeper Spawner. Also könnte, also der hier ist eigentlich. Ja. Muss ich gar nicht weitermachen. Chicken Spawner. Ich habe Pig bekommen. Direkt daneben war IG. Enderman. Ah, schade. Einmal Chicken, einmal Pig, einmal Skeleton. Zombie, bitte. Bitte Zombie. Ja, Zombie Spawner. Okay, Pig Spawner. Pass auf, jetzt bekomme ich gleich einen Chicken Spawner. Oder Blaze Spawner. Ah, schade. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich hier gerade was gelesen. Irgendjemand hat sich für eine Antwort bedankt. Hier, ich habe die Frage nicht gelesen. Sorry, ich bin gerade in einer Aufnahme. Stell einfach nochmal in den Kommis. Ich hoffe, euch hat diese Frage gefallen. Sie war zwar nicht besonders erfolgreich, aber ich habe sehr viel Arbeit da reingesteckt, die ganzen Sachen zu erfahren. Also, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten immer fleißig kommentieren. Es gibt noch einige Sachen, die ich hier nicht weiß. Es wäre ganz gut, wenn ich die zum Beispiel durch Zuschauer erfahre. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.